Und von Frauen, naja, das wird ihm alles nichts helfen. Weil sie gewinnen. Ja. War ihr Selbstvertrauen auch so groß, als Herr Schwarzer noch im Rennen war? Jeder hat mal einen schlechten Tag. Sie haben also auf ein Favoritensterben gehofft? Ja, klar. Aber nicht im wörtlichen Sinne. Letztendlich ist der zweite Platz ja auch nicht zu verachten. Nein, nein, überhaupt nicht. Aber mit dem ersten Platz fährt man immerhin zur Trophäe nach Reims. Und dann gibt es ja noch weitere geldwerte Vorteile. Beraterverträge, Eventhonorare, Werbung. Wer war eigentlich der Mann, der gestern Abend die ganze Zeit um Sie herum war? Meinen Sie jetzt den Herrn Tilt? Ja, genau, Tilt. Er ist Produktmanager eines Buchverlages und möchte demnächst eine Weinsammler-Edition herausbringen. Ich soll dafür schreiben. Dann hat er ja großes Interesse daran, dass Sie gewinnen. Dem Mann kann geholfen werden.